Herz, Philipp, willkommen zurück zu einer neuen Episode von 60 Parsecs, Freunde. Back in the days, back ins Raumschiff und back überhaupt zurück zur Story, würde ich sagen, Freunde. Nach diesem kleinen Cliffhanger, weil in der letzten Episode haben ja einige wieder auf Pause gedrückt, um schnell zu sehen, was überhaupt noch passiert ist. Aber wir werden jetzt gemeinsam nochmal lesen, was überhaupt passiert ist. So, nachdem ich nämlich Emmett gebeten habe, den ungestürzten Alien-Computer zu untersuchen, kam er zurück und hat gesagt, dass er den Inhalt des Computers entschlüsselt habe. Oh, es war ein jahrhundertealter Nachrichtenartikel. Er handelte von einem vernichtenden Krieg, der sowohl mit nuklearen als auch mit chemischen Mitteln ausgetragen wurde und diese Welt verwüstet hat. Es ist gut zu wissen, dass die Menschen nicht die einzige selbstzerstörerische Kraft im Universum sind, auch wenn ich nicht sagen kann, dass mich das überrascht. Das scheint auf euch aus irgendeinem Grund eine beruhigende Wirkung zu haben. April ist zu dem Denkmal gereist, das unser Navigationssystem aufgedeckt hat. Ich frage mich, was sie dort finden wird. Emmett bleibt dein Freund, Herstellung abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar. Okay, ich weiß gar nicht, mit was haben wir die überhaupt losgeschickt. Die Arme. So. Dann schauen wir mal. Jemand hat aus meiner Suppendose gegessen, ruft Emmett und weckt dich damit auf. Ist hier jemand gewesen, während ihr geschlafen habt? Ich muss zugeben, dass ich letzte Nacht einige Zeit im Standby-Modus gewesen bin, Captain. Falls der Besucher noch an Bord ist, dann wäre es wohl vernünftig, das gesamte Shuttle gründlich zu durchsuchen. Wer soll die passabel, clever, fit? Geschmeidig, brillant, schwächlich. Nehme den. Um was zu finden, braucht man nicht viel Kraft eigentlich, oder? Ich kann Dinge reparieren. Ich werde auf jeden Fall die Rüstung reparieren müssen. Weil die werden wir noch brauchen. April ist unterwegs. Sie hat einen Blaster und ein Denkmal hier, ein Dings mitgenommen. Hunger hatte keiner, oder? Wachsam, befreundet. Nö, sind alle gut drauf. Sehr gut. End of the day, Freunde. Fix it Felix, habe ich jetzt 8 von 10. Geil, bald kriege ich wieder einen Erfolg. Letzte Nacht hast du allen befohlen, das Schiff nach einem ungebetenen Besucher zu durchsuchen, der sich möglicherweise an Bord aufhalten könnte. Niemand hatte Erfolg und Emmett wurde angesichts dieser Zeiten der energieverschwendenden Tätigkeit frustriert. Oh, er hat ungeduldig die Stelle hinter einem Regal überprüft und dabei ist eine Suppendose auf den Boden gefallen. Als Strafe hast du ihm befohlen, das Shuttle wieder auf Vordermann zu bringen. Emmett ist hellwach, Emmett ist mein Freund, Reparatur ist abgeschlossen und Emmett ist hungrig. Und das ist jetzt gerade, wo wir die Suppen verlieren wieder. Ach, Herstellungsmodul. Ich kann Suppe herstellen. Vielleicht stelle ich mal eine Suppe her, oder? Soll ich noch irgendwas reparieren? Na, erstmal die Maske reparieren. Essen dürften wir noch, wenn die Dings wiederkommen sollte. Toi, toi, toi. Captain, es gibt da etwas, das wir besprechen müssen. Captain, kannst du mich hören? Oh, in dieser Situation sagt man doch arg, oder? Ich hasse es, meine Lautstärke zu erhöhen, aber dieser defekte Filter zur Entfernung von Körpergeruch macht einen furchtbaren Lärm. Ich glaube, er ist defekt. Ich würde sagen, wir probieren es mit dem Handbuch, oder? Das Handbuch ist eigentlich immer gut drauf. Ich weiß nicht. Können wir das so machen? Ja, wir versuchen es. Okay, Leute, wir haben 40 Tage schon geschafft. Puh. So, und wir ziehen am Hebel und schauen mal, was passiert. Tag 41. Oh nein, ey, kommt April jemals wieder? Du hast den Filter zur Entfernung von Körpergeruch repariert, indem du im Handbuch den Abschnitt zur Problemlösung zurate gezogen hast und seinen Anweisungen gefolgt bist. Nicht jeder hat etwas für die Problemlösung übrig, Captain, aber ich gehöre zu denen, die es tun. Ohne das Getöse, das jeden Gedanken übertönte, konntet ihr beide viel klarer denken. April ist draußen, Emmett ist mein Freund, Reparatur abgeschlossen, Maske. Du beschwerst dich zwar nicht, aber du weißt, dass du hungrig bist, Captain. Ja, okay, ich weiß. Vielleicht sollten wir jetzt mal langsam Suppe konsumieren. Obwohl, er kann noch einen Tag eigentlich. Herstellen, recyceln will ich nix. Okay, ich stelle eine Suppe her, was soll's. Oder, Moment, kann ich noch? Ne, verbessern kann ich auch nichts. Dafür brauchst du Energy, haben wir nicht. Dann machen wir mal ein Süppchen. Oder? Oh. Wir sind einem der vermeintlichen Einwohner des Planeten begegnet. Das Alien trug einen schwer aussehenden Koffer mit sich herum und betrat ein Gebäude in der Nähe, das wie ein Bunker aussieht. Du bist ihm gefolgt. Es ließ seinen an eine Rüstung endenden Anzug und den Koffer auf einem Regal mit einer Vielzahl an anderen Anzügen und Koffern zurück. Das Alien scheint sich gerade eine Dusche zu gönnen, also handle schnell. Willst du dir einen der Anzüge schnappen oder verschwinden?
wirst du dir einen der Anzüge schnappen und verschwinden oder irgendeinen Koffer aufbrechen. Keine Ahnung. Wir machen Stärke fit. Wir sind fit. Also sollten wir das auch tun. Yeah! Dein Vorstoß in den Bunker der Aliens ist gut gelaufen, Captain. Du hast ja in der Koffer im Regal geschnappt, keine Zeit verschwendet und sie sofort aufgebrochen. Das Schloss gab mit einem Knacken nach und enthüllte eine Vielzahl loser elektronischer Komponenten, die womöglich von einem anderen Ort auf der Oberfläche des Planeten geplündert wurden. Da dir nicht viel Zeit zum Nachdenken blieb, hast du dich durch die Leiterplatten und Kabel gewühlt, aber nichts schien von Nutzen zu sein. Du hast den Bunker eilig verlassen, um nicht entdeckt zu werden. April ist von dem ehrwürdigen Denkmal zurückgekehrt. Sie ist verwundet, hungrig und, verängstigt. Sie rieb sich an der Stirn, bevor sie ihre Geschichte erzählte. Beim Denkmal lebte eine Gruppe von mönchsartigen Phobiern. Sie waren nicht gerade froh darüber, April zu sehen, die Warnschüsse abfeuern musste, um nicht mit Steinschleudern attackiert zu werden. Die Gläubigen haben die Waffe allerdings trotzdem mit einem kleinen Stein erwischt. Anschließend wurde April von einem merkwürdigen Schatten angegriffen, der schreiend vom Artefakt aufgesaugt wurde. Das Objekt ist durch die Kraft etwas in sich zusammengefallen. In der Nähe eines unfertigen Grabsteins lag ein Haufen Mineralien. Sie hat sich beim Plündern der Städte schlecht gefühlt, was sie trotzdem nicht davon abgehalten hat. Okay, plus 23 Gramm. Auf dem Weg zurück hat April einen Pfad gesehen, auf dem Unmengen an Schubkarren standen. Er führte zu einem riesigen Steinbruch. Wo kommt all die Suppe her? Das ist das größte Mysterium vom Universum. Ja, okay. Obwohl sich April etwas schlecht fühlt, weil sie diverse Teile einer höchstwahrscheinlich heiligen Stätte entweiht hat, ist sie stolz, es zurück zum Shuttle geschafft zu haben. Dein Magen fühlt sich ziemlich leer an. Emmett fragt weiterhin nach Suppe. Habe ich Emmett nicht gerade eine Suppe gegeben? Herstellung abgeschlossen, neuer Gegenstand Suppe. Es ist besorgniserregend, aber offenbar wurde unser Besatzungsmitglied bei der letzten Expedition verfolgt. Oh nein. April ist nach ihrer Erkundungstour erschöpft. Sie wird sich eine Weile ausruhen müssen, bevor sie das Shuttle wieder verlassen kann. Puh, okay, ich sehe. Uns wurde wieder gefolgt. So, was kann ich hier machen? Recyceln kann ich nur und Suppe herstellen. Wie viele Suppen haben wir jetzt? 11. Okay, das reicht erstmal. Noch ist keiner am Verhungern, oder? Er ist hungrig. Sie ist loyal müde, aber nicht hungrig. Okay. Ich erfasse eine enorme Energiequelle unter der Oberfläche. Seismische Wellen. Ich denke, es steht ein Erdbeben bevor. Das Shuttle ist robust, doch der Boden ist es nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Erde beim Erdbeben, dass sich die Erde bei einem Erdbeben verflüssigt. Das bedeutet, dass wir entweder lebendig begraben werden, einem Erdloch zum Opfer werden oder uns sonst was geschieht. Ein paar Meter von hier entfernt gibt es ein Stückchen Felsboden, auf dem wir etwas sicherer wären. Du könntest versuchen, die Schubdüsen des Shuttles zu verwenden, um darauf zu gleiten. Solltest du jedoch zu weit gleiten, landen wir auf dem Boden, der noch schlechter ist als der jetzige. Ja, ich versuche das Manöver. Ich versuche das Manöver. Warte mal, kann ich denn? Hier ist ein Steinbruch. Steinbruch, hier ist der große Bunker. Und hier ist halt die Rüstungsfabrik. Aber das haben wir alles. Aber da gibt es Chemikalien. Chemikalien sind essensmäßig immer sehr wichtig, ne? Aber wir könnten auch Energie gebrauchen. Das heißt, ich schicke, glaube ich, Emmett in den Steinbruch. Aber vielleicht erst, wenn er nicht mehr hungrig ist. Du bekommst das. Dann stelle ich hier noch eine Suppe her. Okay, und dann schicke ich ihn morgen los, weil ich weiß nämlich nicht genau, was heute noch passiert. Okay, du hast die Schubdüsen des Shuttle verwendet, um auf ein besseres Stück Boden zu gleiten. Wir landeten genau am Rand des felsigen Bodens, als das Erdbeben eintrat. Für einige schreckliche Sekunden bewegte sich das Shuttle hin und her, wie bei einem schlechten Wiedereintritt, kennen wir ja schon, ne? Doch als das Rütteln vorbei war, öffnest du die Augen und es folgte eine eigenartige Ruhe. Okay, ich habe alle Missionen fertig, ne? Hier passiert nichts mehr. Für eine schreckliche Sekunde bewegte sich der Shuttle, blablabla. April bleibt loyal. Emmett ist hellwach. Emmett versichert dir, dass ich auf... Okay, Herstellung abgeschlossen. Suppe, du bist am Verhungern. April hat sich ausgeruht. April will essen. Emmett kommt klar. Okay, du kriegst auf jeden Fall jetzt was zu essen. April... Ja, komm, wir geben April auch was zu essen. Schicken Emmett... Wo schicken wir Emmett hin? In die Rüstungsfabrik? Ne, wir schicken Emmett in den Steinbruch. Ich schicke Emmett in den Steinbruch. Warum ist Emmett eigentlich so schwach? Naja.
Ich schicke Emmett in den Steinbruch. Er bekommt die Rüstung mit und die Batterie gebe ich ihm vielleicht auch mit. Dann gibt es nämlich richtig viel Energy. Und soll ich ihm noch was mitgeben? Nee, das reicht, oder? Damit kann ich zumindest das erstmal countern hier und vielleicht bringt er dann noch ein bisschen mehr Energie mit. Dann schicken wir Emmett los. So, du kannst noch mal eine Suppe herstellen. Wir haben eh nur noch 10 Chemikalien. Ich habe überhaupt keine Energie. Das ist halt das Problem, ne? Am Verhungern, aber er kriegt Essen. Sie ist hungrig, bekommt auch Essen. Okay. Huh, der Phobia, der die Vakuumzüge so liebt, ist wieder einmal zurückgekehrt und fordert, dass du ihm bei den Grabungsarbeiten in dem Vakuum zu tunneln hilfst. Jetzt weißt du, dass du eine verbesserte Schaufel brauchst, um das besondere hartnäckige Hindernis im Vakuumsystem freizuräumen. Okay. Wir haben eine gute Schaufel. Das heißt, vielleicht passieren gute Dinge. Wir werden sehen. Oh. Oh, wird aber eine kurze Episode heute, oder? Jetzt habe ich Emmett nochmal rausgeschickt, aber wir haben ein Ende erspielt. Geil. Und wir haben überlebt mit der kompletten Anfangscrew. Niemand ist, sind keine Leichen zu sehen. Emmett ist zwar gerade draußen unterwegs, aber du hast es geschafft, Captain Thompson. Mit der Schaufel in der Hand bist du ein letztes Mal in den dunklen Tunnel marschiert. Hast deinen Weg zu einer riesigen Ausweitung des Vakuumzugsystems gebahnt und dich dann an das kleine Hindernis an einem essentiellen Knotenpunkt gemacht. Das planetenweite Vakuumzugsystem von Phobonos ist wieder funktionsfähig. Die Phobia sind hoch erfreut und nachdem der Zug in einem unbegreiflich riesigen Lagerraum gehalten hat, bist du völlig außer dir. Du hast jetzt Zugriff auf so viel Suppe, wie du in hunderten von Jahren nicht aufessen könntest. Das ändert unsere Nahrungsmittelsituation schlagartig von suboptimal zu super. Dieser kalte Krieg endete mit einem warmen, sättigenden Gefühl. Emmett hat zugestimmt, eine Expedition zum neu entdeckten Steinbruch zu unternehmen. Du hast ihm Hals- und Beinbruch gewünscht, eine Redewendung, die, wie ich finde, geschmacklos war, Captain. April bleibt loyal, Herstellung abgeschlossen, Suppe. Du wirst langsam hungrig, Captain, und April braucht keine zusätzlichen Rationen. Natürlich nicht, weil... Oh, cool. Yeah. Aber nur Emmett. Achso, doch, sind alle drei drauf. Voll cool. Wir haben das super Tunnelsystem repariert. Und damit taute dieser kalte Krieg auf und endete mit einem warmen, sättigenden Gefühl. Captain Tom Thompson und seine Besatzung sind auf Phonobus angekommen, haben mit den Einheimischen Freundschaft geschlossen, einige andere Einheimische getötet und dann das über lange Zeit inaktive globale Transportsystem reaktiviert. Jetzt leben sie in Gemütlichkeit und Sicherheit, vom nuklearen Winter mal abgesehen. Und werden in die phobische Geschichte ein, als die großgewachsenen Aliens eingehen, die kamen, sahen und eine neue Ära des Wohlstands und der Sicherheit in dieser zerstörten Welt einleiteten. Richtig geil, Leute, richtig geil. Also zwei Planeten haben wir gerockt. Wir haben jetzt nicht alle Enden auf allen Planeten schon geholt. Hier gibt es auch noch andere Enden, da bin ich mir sicher. Ne, man kann sich auch noch diesen Bunkerleuten anschließen und so. Aber ich würde gerne Mutopia noch einmal abschließen. Und wenn ihr auch Bock auf Mutopia habt, ne, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Machen wir jetzt mal einen auf richtig cooler YouTuber 2020. Das Game beginnt, Leute. So, nachdem ihre gemeinsame Reise vorüber gewesen ist, hat April den Captain verlassen. Was? Um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Es heißt, sie habe ein paar Galaxien weiter eine eigene Werkstatt eröffnet, die sich auf die Wartung von atomaren Einrädern spezialisiert hat. Was? Ja, sie hat uns einfach verlassen. Emmett begann seine Reise als Wissenschaftsoffizier von Captain Thompson und beendete sie als sein bester Freund. Manche sagen, dass man seine wahren Freunde erst dann erkennt, wenn man einen Fass voll Suppe mit ihnen gegessen hat. Das war hier definitiv der Fall. Wow! Yeah! Richtig geil! Nach dem Abschluss der Mission hat Captain Thompson sich selbst etwas geschworen. Vom heutigen Tage an würde er keine Lügen mehr erzählen. Er würde ein besserer Mensch werden. Das Experiment lief vielversprechend, endete aber nach 2 Tagen, innerhalb derer Tom diverse Strategien ausprobiert hatte. So hatte er sich beispielsweise den Mund mit Klebeband zugeklebt und aktiv versucht, allem und jedem mit einem paar Ohren aus dem Weg zu gehen.
Wir sind so ein richtiger Hippie geworden. Es scheint, als wären schon Jahrhunderte vergangen, seit drei amateurhafte Astronauten die Umlaufbahn der Erde mit der Aussicht auf den sicheren Untergang verlassen haben. Doch jetzt schauen die drei mutigen Überlebenden mit neu gewonnenem Optimismus in die Zukunft. Das Ende einer jeden Geschichte führt zum Beginn einer neuen. Ende. Überlebt auf Phonobus. 44 Tage. Wir haben 27 Suppen verzehrt und 3 Ersthilfekästen genutzt. Und einmal haben wir in die Sockenpuppe gespritzt. Erfolgreiche Expedition. 5 von 5. Orte entdeckt. 7 von 12. Und Gegenstände aus Expedition haben wir 9 gewonnen. 14 Gegenstände haben wir hergestellt und 2 verbessert und 2 recycelt. Sehr gut. Abenteuer beenden, Freunde. Da-da-da-da. Richtig gut, Freunde. Das hier ist ein Feuerzeug. Leute, richtig geil. Okay, wir haben den zweiten Planeten geschafft. Nach ungefähr knapp 20, über 20 Folgen. Und jetzt würde ich sagen, wartet da draußen doch eigentlich nur noch das große Mutopia, um einmal von uns in irgendeiner Art und Weise entdeckt zu werden. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für neue Kapitäne, welchen Captain würdet ihr gerne mal sehen? Und sagen wir mal 2 Crewmitglieder, also dass wir uns auf gesamt 3 Crewmitglieder einigen können, das wäre gut. Die sind dann etwas leichter durchzubringen. Und dann können wir vielleicht nochmal auf Medium sozusagen oder Easy, ich weiß es nicht. Easy ist wahrscheinlich nur 2 Leute, ist aber dann schwierig wegen Expeditionen. Wenn dann einer stirbt, kannst du nicht mehr rausgehen, dann hast du verkackt, ne? Also deswegen 3 ist, glaube ich, optimal. Und wenn ihr einen besonderen Captain-Wunsch habt oder so, ne? Also wir müssen uns auf jeden Fall irgendwie nach Mutopia aufmachen. Und ich weiß nicht genau, wie man das triggert, dass man jetzt genau auf diesem Planeten landet. Ich schätze mal, man kann sich das ja aussuchen, weil man kann ja Landungsprotokolle und sowas auswählen. Deswegen, irgendwie wussten wir uns das schon zurecht. Also, Freunde, wenn ihr Bock auf Mutopia habt, sagt mir Bescheid. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Es war mal wieder ein eleganter und geiler Durchgang. Und es war mir eine große Ehre, mit euch da draußen das Weltall neu zu besiedelt zu haben. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns, wenn ihr dann Lust habt, beim nächsten Mal, wie gesagt. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Macht's gut, atmet nicht so viel Ozon ein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal reingehauen und ciao.